Hier muss es immer kurz laden. Ist cool gemacht. Oh, bitte. Alles, nur nicht wieder so eine Verfolgungsjagd. Kacke. Hey, ich schwöre dir, Spiel. Wehe. Oh, was ist das wieder? Was zur Hölle ist das? Ich, Mann. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. The dark can be many things. Kann ich irgendwie springen? Nein? Aber ich muss doch hier rein, oder? Schätze ich mal. Ich soll nach einem Versteck suchen. Whatever you make it. Warum? Warum sollte ich das? The dark can be a silent place. Silence can be empty. Whatever you make it. Ich hab Angst. The dark can be a lonely place. So. Ganz da hinten zurück. Can be a sentence. Du bist nicht real. Sonst hätte der mich schon längst getötet, oder? Aber warum muss ich das machen? Das ist total komisch. It can be a companion. It is whatever you make it. Habe ich das schon ein bisschen erschrocken gerade? Sometimes it's better to hide, to let the dark in. Dieses Geräusch, das macht einen ja wahnsinnig. Father's coming. Quick, get in. No, please. I said, get in. Was hat das mit unserem Vater alles zu tun? Also ich
Guten Tag. Ja, was ist denn... Oh, guck mal. This land is a wonder to be sure. But how will I ever get home? Home? Now, why'd you want to go to such an awful place? Uff. Okay, ich muss hier nichts mehr machen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Das sieht ja auch schön aus. Hush, it's already started. Hi. Was sind das für gruselige Köpfe? Okay. Come on! He'll get mad if we're not back before him. Kinderzimmer. Oh je, was für ein Spaß. Was erwartet uns jetzt wohl im Kinderzimmer? Hm? Irgendwelche Vermutungen? Ich nehme mich nicht, denn dieses Spiel ist... What is that thing? Das frage ich mich auch. I thought I knew, but now I'm not sure. Der kleine Junge hört sich voll süß an. It has to take shape in your head first. Otherwise, it'll just stay formless. Also ich denke schon, dass die Kinder hier, also der kleine Junge sind wir und das Mädchen ist wohl unsere Schwester, oder? Und keine Ahnung, wir durchleben hier irgendwie unsere Kindheit, also Kindheitserinnerung oder so. Aber was hat das denn auch mit unserem Beruf jetzt zu tun? Was hier? Mein geliebter Ehemann, ich schreibe dir diesen Brief mit zittrigen Händen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, endlich von dir zu hören. Als ich von dem erfuhr, was geschehen war, wurde mir bange ums Herz. Es war, als wäre mein Leben von einem schrecklichen Schatten verdunkelt worden. Aber jetzt, da ich weiß, dass du noch unter uns bist, ist dieser Schatten verflogen. Auch wenn es mich schmerzt, von deinen Verletzungen zu hören, so bete ich, dass dich die Tatsache tröstet, dass du hier sein wirst, um die Geburt deines zweiten Kindes zu bezeugen. In ewiger Liebe, unsere Frau, höchstwahrscheinlich. Schönes Kinderzimmer. Also, jetzt nicht unbedingt, ne, ihr wisst, was ich meine, aber jetzt hier mit dem Hochgehen finde ich eigentlich ganz süß. This is where you come in. Hä? Was soll ich tun? Wow, was haben die denn da bitte gebaut? Was ist das? Go on, pick it up. Seems the tables have turned, Quartermaster. Curse you and your mutinous puppets. I will not make this easy for you. If I am to meet my doom today, it will be by your hand, by your action. Yes. Too late to build your character, boy. You wanted to be like me? Shoot! What are we to you? Mere playthings? Play your part. No other way. You thought you could be me? You will always be just a scared little boy.
Finde deine innere Stimme. Ist das unsere Schwester? Oh nein! Was habe ich getan? Ich komme! Lily, are you alright? Lily! Lily! Lily, I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Ist das so? Wir haben sie zum ersten Mal gesehen. Das fand ich jetzt eigentlich ganz geil. Okay, das fand ich jetzt eigentlich ganz nice. Watch. This is the best part. Was? Wie die Schiffe von dem Ungeheuer in die Tiefe gezogen werden. Come. We can't stay any longer. Office. Bin mal gespannt, wie lange dieses Kapitel geht. Und ob ich es in einer Aufnahme heute schaffe. Also ich wollte eigentlich wirklich keine 2 Stunden heute wieder aufnehmen, weil das hat mich doch ziemlich an meine Grenzen gebracht bei einem Horrorspiel. I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Sind da wo wir da immer reingucken können, das sind immer so kleine Abschnitte von dem Kapitel, wo wir jetzt gerade drin waren. In dem Zimmer, wo wir jetzt gerade immer drin waren. Geh einfach mal hier rein. Das Büro von unserem Vater jetzt wahrscheinlich, ne? Midas, der Steuermann. Er liebt Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Süß. Was auch immer das war. Ich schätze mal, ich brauch's gleich. Tut sich hier was? Ah, okay. Ich muss erst den Strom anschalten. Was? Was wird das? Wenn es fertig ist. Sieht aus wie eine Rakete. Ja, ich glaube wirklich. Okay, warte. Hier haben wir noch einen Brief. Oder, na, noch ein Bild. Schön. Sehr nice. Okay, gibt es hier irgendwas noch zum Lesen? Nee, ne? Ist ein bisschen dunkel hier. Hier irgendwas Verstecktes noch? Nö. Okay, dann muss ich wohl den Strom anschalten. Aber wo? Ah. Hier.
my brother. He was always there, following in my footsteps. Silent, smiling sadly, like a warm shadow. Always there, but never really present. Okay, ich muss einfach nur ausweichen. Sometimes, when darkness fell across town, he'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. Das finde ich voll schön. At that moment, I knew he had it in him to make a thousand hearts bleed, a thousand heads turn, a thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer, dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime, a light on the horizon. Ooh. A flame to cool his own. Yes, he had it in him to make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But never mine. Never mine. Was? There we were, dreaming our souls away into the night sky. Was redest du da? When we could almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something... Was? Was zur Hölle? Oh, hi. Ist das mein Grab? Aber warum? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn unserer Schwester getan? Oh no. What will the Black Wanderer do now? Gerade gar nichts. Okay, wartet mal. Ich muss noch mal kurz was trinken. Oh Mann. Wahrscheinlich bekommen wir hier gerade voll viel Hintergrundinfo. Und ich bin einfach nur zu doof, um's. One day we'll get to see how it ends. Badezimmer, okay. Oder ich bin einfach nur zu blöd, um das gerade irgendwie zu verstehen. Weil es doch in einer sehr poetischen Weise erzählt wird, das Spiel. Okay, wir gehen ins Badezimmer. Haben wir bald mal alle Zimmer durch? Na, 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 na. Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will always be there for you. Aww. Forever? Forever. Oh. Wo ist sie denn eigentlich jetzt überhaupt? Also wir sind erwachsen, aber was ist mit Lily passiert? So. War das hier schon gelesen? Nee. Geburten. Herr und Frau Abraham haben am Samstag, den 3. Februar um 23.30 Uhr im St. Bartholomäus Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Herr und Frau Hopkins haben am Sonntag, den 4. Februar um 16.30 Uhr im St. Thomas Hospital einen Sohn zur Welt gebracht. Herr und Frau Burns haben am Sonntag, den 4. Februar um 2 Uhr im St. Bartholomäus Hospital einen Sohn zur Welt gebracht.
Herr und Frau Wilkes haben am Montag, den 5. Februar um 6 Uhr im Royal Hospital eine Tochter zur Welt gebracht. Okay, 3 Tage hintereinander. Oh. Tode. Anderson. Geliebter Sohn kam am 3. Februar um 18 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Dienstag um 14 Uhr, Friedhof Highgate. Burns. Oh oh. Geliebte Ehefrau, Mutter zweier Kinder, kam am 4. Februar um 2 Uhr zur Ruhe. Bestattung am Mittwoch, 7. Februar. Burns. Okay, die Frau Burns ist wohl bei der Geburt von ihrem Sohn gestorben. Denn wir sehen hier ja Herrn und Frau Burns, 4. Februar, haben einen Sohn zur Welt gebracht. Und ja, Green, geliebter Ehemann, kam am 5. Februar um 8.30 Uhr zur Ruhe. Bestattung Miller, geliebter Ehemann und Vater, kam am 3. Februar um 22 Uhr zur Ruhe. Okay, was soll mir das sagen? Also das sind immer die gleichen Tage. Also immer wenn jemand an einem Tag gestorben ist, ist auch gleichzeitig jemand geboren worden. Oder andersrum dementsprechend. Ist das so eine Art... Hat das irgendwas mit der Wiedergeburt zu tun vielleicht? Also so sieht es halt zumindest gerade aus für mich. Gehen wir schnell lang. Abgeschlossen. Oh, habe ich dich die ganze Zeit übersehen? Show yourself, you one-eyed freak! I'll make you wish you had a spare. My hero. Habe ich das da übersehen? Weil ich war doch in dem Raum schon, oder? Okay, hier haben wir das Badezimmer. Ich sehe das, den Spiegel. Okay, ich kann auch sonst nichts anderes machen. Oh. Ich muss immer den Ventilator ausschalten. Okay. Interessant. Oh.
Was passiert da? Was ist da Sache? Entschuldigung, falls ich gerade nicht viel rede. Das ist ja schon gerade ein bisschen seltsam, aber auch interessant.